herzlich willkommen. Seit langem mal wieder hier im Schrauberstübchen. Mein Sohn wird diesen Laden weiterführen als solches, als Laden, weil ich habe ja jetzt wenig Zeit, dadurch, dass ich mich jetzt ein bisschen um die Familie kümmern muss und so weiter. Aber heute zeige ich euch nochmal, wie wir einen Antrieb wechseln. Und zwar bei einem Feld. Zeige ich euch gleich auch nochmal näher. Jetzt räume ich erstmal ein bisschen hier alle zur Seite, damit ich ein bisschen Platz habe. Und dann wechseln wir zusammen den Antrieb und ihr seid mit dabei. Und die Koffer, die gefällt euch. Und ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass jetzt so wenig Videos kommen. Aber sobald mein Sohn wieder richtig anfängt mit Arbeiten, werden wir natürlich auch ihn so ein bisschen begleiten und da ab und zu mal ein Video hochladen. Also wir sind nach wie vor hier in Berlin. Wir bleiben euch erhalten. Ja, einige machen jetzt yay, andere machen jetzt das ist weg oder so. Nee, bin ich nicht. Hab da Pech gehabt. Ja, und mein Sohn wird sich intensiver mit diesem Geschäft befassen und ich hoffe und wir drücken ihm ja alle die Daumen, dass das gut läuft für ihn. Ja, und insofern schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also, wie gesagt, hier das Rad eines langjährigen Kunden von mir, dem wurde sein altes, was wir schon öfter hier geschraubt haben, geklaut und er hat sich stattdessen dieses Schmuckstückchen jetzt zugelegt. Allerdings ist bei diesem Rad so einiges defekt und zwar der Antrieb, der slippt durch die ganze Zeit und das kann man hier auch wunderbar sehen, natürlich wieder, indem man hier vorne guckt und schaut, wie viel Spiel ist denn da und schaut mal, also das ist ja nicht nur, also das ist ja, ne, also braucht man ja nicht überlegen, dann ist der Tretlager defekt, das wackelt hier, das sind alle Teile, die man heute sehr, sehr schwer bekommt und natürlich braucht man hinten auch eine Kassette, eine neue, ja, das sind alle so Sachen, die wir jetzt machen, also als erstes bauen wir die defekten Teile ab. Das beinhaltet natürlich als erstes mal die Kette. Also die trennen wir natürlich hier ordnungsgemäß. Zack. Ja. Ihr könnt natürlich auch bei solchen Ketten natürlich einen Bolzenschneider nehmen, kurz, knips, snaps oder wie auch immer, ja. Weil die wird nirgendwo mehr verwendet. Maximal kann man damit noch basteln oder irgendwas. Aber das war's sonst. Als nächstes nehmen wir das Hinterrad raus. Das ist ein Schnellspanner. Das macht es uns einfach. Wir hängen die Bremse hier oben aus. Ja, zack, zack. Da ist es schon. Dann zaubern wir hier den Kranz runter. Dazu nehmen wir den Schnellspanner ab. Komplett. So, jetzt schauen wir uns mal den Rest an hier nochmal. Was wir hier erstmal alles vom Rad wegbauen. Das wäre so meine Taktik. Erstmal alles abbauen. Sprich auch jetzt Tretlager raus. Dazu lösen wir die Schrauben. Hier. Rechts und links. Ja, hier mit dem da. Ja. Ja, zack. Jetzt brauche ich beide Hände. Der war ja nicht sehr fest. Oh, das hört sich aber gut an schon. Schön beiseite packen, weil die nutzen wir ja wieder. Kurbel ab. Und dann wissen wir erst die Länge des Lagers, nämlich. Das ist der Kurbelabzieher, den schrauben wir hier rein. Und jetzt ziehen wir die Kurbel runter. Zack. Alles ganz einfach, wenn man das richtige Werkzeug hat, ne, dann ist das kein Problem. Dann schraubt man den Kurbelabzieher wieder raus hier. Ne, da ist die Winde drin, da wird er erst reingeschraubt, ne, das Außenteil und das Innenteil drückt dann quasi gegen die Achse und schiebt so die Kurbel von der Achse. Funktioniert ausgesprochen gut, muss man ja mal sagen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Enormes Spiel.
Also hier, die haben wir runter, ja. Jetzt kommt das Schwierigste eigentlich. Das Lager raus. Mal gucken, wie sich das hier so macht mit dem Ding. So, na, Konterseite ging schon mal. Ja, auch hier ist eine Außenverzahnung. Da gibt es eine Innenverzahnung. Ja, und die beiden Teile greifen natürlich wunderbar ineinander. Nennt man denn Tretlagerwerkzeug. Steckt die rein. Wenn es sehr schwer geht, dann kontert man hier noch gegen mit einer breiten Unterleibscheibe und einer Tretlagerschraube. Ja. Damit das nicht verrutschen kann. Aber in diesem Fall jetzt mal hier. Klingelt ja erstmal sehr gut. Scheint alles auch gut mit Fett eingebaut worden zu sein. Was ganz wichtig ist, wenn man auf die Gewindegänge schön Fett macht, ja, dann passt das. Naja. Die eine Seite ist raus, die andere ist meist die schwerere. Aber wenn der Konter schon mal weg ist, dann fehlt der schon mal ein Stück. Von der Stabilität. Und wir könnten Glück haben. Achtung. Ah ja. Super. Also. Na, das war ja mal ja nichts. Das war quasi angehaucht nur noch. So. Lager draußen. Jetzt schauen wir uns das Lager mal an. Da war auch mal ein Aufkleber drauf, also war schon ein Shimano-Lager irgendwann mal gewesen. Jetzt messen wir die Lager, die Achslänge hier, von hier nach da. Und dann sehen wir, oh, verblüffend, wie verblüffend, 118. So, haben wir jetzt. Säubern wir kurz hier die Gewinde, also einmal kurz mal ein Tuch durch, aber das ist eigentlich sehr sauber. Mensch, ich wundere mich. Hier. Ja, die Gewinde sind sehr gut sogar. Also hat er ein gutes Rad gekauft. Also 118 haben wir nicht, 119 haben wir. Aber immerhin. So, setze ich mal an. Im Moment muss man halt echt ein bisschen gucken, weil man kriegt nicht mehr alles. So, den haben wir. Die Seite müssen wir noch ansetzen. Ja, gut, haben wir. So, jetzt schrauben wir das Lager ein. Erst die Antriebsseite festschrauben, dann den Konter dagegen. Okay, haben wir. Also noch mit Lager ist drin. Als nächstes hier, der Kranz muss runter.
Da haben wir auch wieder eine Innenverzahnung hier an dem Verschlussring. Oh, ist der locker. Und ist der locker schon. Seht ihr das? Eine Innenverzahnung, eine Außenverzahnung. Wir nehmen den Abzieher hier für Hohlachsen. Stecken den drauf. Dann nehmen wir meinen Piranha. Zum Falten. Und dann nehmen wir einen 24er Schlüssel, wenn wir ihn finden hier. Alles ein bisschen anders jetzt, wenn noch mehr Leute hier sind. Ach, und da bedarf es nicht mal groß gegenhalten, hätten wir wahrscheinlich so gekonnt mit der Hand. Und schwupps ist er offen. Das ist ja alles wie, als hätte man schon vorbereitet hier. Schlimm. So, wie viele Grenzen haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Wunder, 8 Stück. Das ist alles Gumpf. Die ist auch Gumpf. Hier. Die Scheibe übrigens. Die Scheibe könnt ihr da rausmachen. Wenn die so gebrochen ist und so angefressen und so, die bröselt eh weg. Wenn da die Kette immer hinterkommt, einfach ein Schaltwerk gut einstellen. Oder ihr habt da so einen Kettenschutzring rumliegen. Dann geht das. Dann kann man das nochmal machen. So. Ja, das hört sich aber gut an. Der Kranz selber, also der Freilaufkörper selber, hört sich sehr gut an. Der klackert noch ordentlich. Das Problem hatten wir ja auch schon öfter. Habe ich auch schon öfter beschrieben. Dass sie dann irgendwann nämlich nicht mehr, dass sie irgendwann träge sind und die Klinken da drin nicht mehr rattern, nicht mehr einrasten sozusagen und man dann nach vorne Freilauf hat. Das soll nicht sein. Jetzt schaue ich mal, ob ich einen 8er Kranz habe, denn ansonsten fahre ich ihn holen. Und da ist er wieder. Natürlich habe ich einen 8er Kranz und setze ihn jetzt auf. Ihr habt das eine Nut, in der alle drin passt. Also nicht wundern, dass ich jetzt hier einen relativ schnellen Kranzruf mache, also sprich hier so ein bisschen schmalen, also für Cyclecross-Rad oder etc. geeignet, weil der Herr, das ist eigentlich ein Kinderrad, da war jetzt ein ziemlich fette drauf. Und die Übersetzung vorne ist ein sehr kleines Blatt und er würde gerne ein bisschen schneller fahren, eher die schnellen Gänge, deswegen kommt auch so was drauf. Ja. Also da jetzt nicht wundern, normalerweise bei Mountainbike nehmt er eher... Wenn ihr auch im Gelände fahrt, nehmt ihr auch, natürlich habt ihr einen großen, für wenn ihr mit Gepäck irgendwie so einen riesen Berg, eine größere Steigung hochfahrt, dann ist es einfach leichter. So, jetzt in dem Fall hier, Stadtfahrer und so, die kleinen Hügel, die wir hier haben, sind auch mit dem hier meisterbar. Und vorne ist es wirklich fast eine 1:1 Übersetzung, wenn man den hier nimmt, den großen, und vorne den kleinen. Den kleinsten, dann ist es eine 1:1 Übersetzung und dann ist es eh Leierkastenmann und deswegen ist es, also leichter muss es nicht gehen. Ne? Noch leichter wäre, weiß ich nicht, da würde man wahrscheinlich umkippen, weil man nur auf der Stelle tritt. Man hat ja so eine schöne Hilfe. So, wunderbar. Der ist mal ordentlich fest. Erstmal geil. Oh, ist das schön. Ist das schön, ey. Ist das schön, wenn das alles neu ist? Ist das alles so schön? Ah, oh, ist das herrlich. Ich liebe es. Euch mal. Oh, ey, ist das schön? Wow, wow, wow. Schön. Ja, das war's schon. Jetzt bauen wir die Schose wieder ein hier. Jetzt kommt das Hinterrad hier wieder rein. Zack. Drin. Der Schnellspanner kommt wieder ran. Ja, Schnellspanner an der Stadt. Jungs, überlegt euch das. Wie gesagt, das letzte Rad ist ihm geklaut worden. Ja, es ist jetzt nicht so, dass hier jeder irgendwie ein 26 Zoll MTB Hinterrad braucht. Bloß ein schöner neuer Kranz drauf, ne? So, gucken wir mal. Hängen wir mal ein. Und dann sind wir schon fast fertig mit dem Antrieb. Dann ist natürlich auch noch, die Pedalen müssen runter. Das sollte man unbedingt machen, wenn man das noch am Rad befestigt hat, sozusagen. Die Kurbelarme, oh, die sind trocken eingesetzt, deswegen gingen die so schwer ab, da ist nichts drauf. Mit ordentlich Schmackes geht es immer. Jetzt natürlich und selbstverständlich, Tretkurbel wieder ab.
Fury Drive ist eine Sunrays, ist das. Da steht zwar das Feld drauf, aber es ist Sunrays. Ja, steht so hinten drauf. Damit heißt es jetzt eine Sunrays-Kurbel holen. Also es sind 42 Zähne hier im Durchmesser. Das muss man beachten. Das sollte man dann auch wieder kaufen. Alles, was größer ist, passt hier nicht rein, beziehungsweise muss man dann hier spielen mit dem Umwerfer. Wäre also Quatsch. Das sollte schon auch eine Sunrays sein, also mit der Aufnahme hier. Das hat man halt Problem mit dieser Aufnahme von dem Vierkant. Die beginnt halt außerhalb dieses kleinsten Blattes. Bei der Shimano ist es innerhalb dieses Blattes. Dadurch verändert sich die Tretlagerlänge. Ja. Ich schaue mal, ob ich das kriege. Wenn nicht, muss ich ein anderes Lager einbauen. Und dann bauen wir die Shimano auf, die natürlich eine wesentlich bessere Qualität ist. Aber ich meine, das ist ja ohne Geldfrage. Immer wieder. Yay, da ist er wieder. Und zwar, ich habe eine Kettenradgarnitur bekommen von Shimano mit der Leichenaufnahme. Sodass das prima klappen kann jetzt. Passt auch geil zum Rad. Ist auch wieder schön schwarz. Ist der nicht so, wenn ich diesen Silbertouch. Dann schrauben wir die jetzt nämlich hier rein. Und ziehen natürlich das Ganze auch noch richtig fest. Das ist ja klar. So, haben wir. Ist fest. Jetzt muss nur noch eine Kette ruf und die Pedalen ran. Die Pedalen ran, kein Problem. Wir nehmen ein bisschen Fett hier aufs Gewinde. Das ist immer wichtig. Und dann kommen, ja, na klar. Dann kommen die alten Pedalen hier ruf. Ja, einmal fest. Zweimal fest. Jetzt fehlt nur noch die Kette. Aber auch die haben wir schon hier. Dann wollen wir mal. Man sieht schon wieder den Rücken. Länge sollte man so wählen, dass das Schaltwerk 90 Grad zur Kettenstrebe steht. Und jetzt haben wir hier so ein Werkzeug gebaut. Damit kann man die Kette prima einhängen. Das hat eine Hand frei. Sozusagen, schaut mal. Hier. Einfach eine alte Speiche und schon geht das. Und dann kann man die Kette wunderbar jetzt schließen. Mit dem Verschlusslied. Eins Dornei. Eins Dornei. Hat man die Hände frei und muss jetzt sozusagen nicht irgendwie ziehen oder irgendwas. Ja, das war's schon. Ja, jetzt könnte er sagen hier. Noch ein bisschen Druck auf den Schlipper und gut. Und Schaltwerk steht 90 Grad. Ist halt bestens. Und wenn man das zum Beispiel mit aushaken wieder, kann man auch wunderbar. Hier. Hängt man das wieder rein. Kann hier mit einer Zange öffnen und kürzen und wieder neu sozusagen ablegen. Gut, das war's eigentlich schon wieder. Wir haben jetzt alles gewechselt. Wir haben ein neues Ritzelpaket. Wir haben eine neue Kette. Wunderbar. Wir haben eine neue Kettenradgarnitur. Ja, und wir haben das Tretlager getauscht. Also auch hier drin herrscht jetzt kein Spiel mehr. Ist alles fest. So wie es sein soll. Jetzt überprüfen wir noch kurz die Schaltung und dann hoffe ich, war es das mit dem Rade. Ich glaube aber, die Schaltung läuft nicht so gut. Also sie läuft, also hier oben ist es ganz schön verharzt. Und das ist jetzt auch keine sehr gute hier. Ne? Also man merkt die Schaltstufen leider nicht so richtig. Jetzt. Okay. Mal gucken, ob da ein wenig Bonus helfen kann bei mir. Haben wir ja nicht da.
Also hinten läuft. Hört man noch mal quietschen? Vorne läuft es nicht. Das liegt an. Ja, was denn überhaupt? Können wir noch ein bisschen ablassen hier, die Schraube. Das stellen wir noch ein bisschen ein hier. Achtung, jetzt. Wie weit der Zehen hat, glaube ich. Also Schaltung mit auch noch etwas Einstellung, aber das sollte jetzt zum Beispiel funktionieren. Oh Mann, ey. Jetzt aber, Mann, verdammte Axt. Okay, jetzt. Einmal. Mal gucken, ob ihm das schnell genug ist, weil ich glaube, das ist eigentlich auch zu klein für ihn, der Draht. Aber wie gesagt, das war ein Notkauf, seines ist ihm geklaut worden. Und ja, jetzt wird der Akku schon rot und ich denke mal, wir sind doch fertig mit dem Bericht aus dem Paulanergarten hier. Haben wir alles gezeigt. Tretlagerwechsel, wie gesagt, bei einem Feld 250 FS. Keine Ahnung, wofür das FS steht. Für Full Suspension ja wohl weniger. Vielleicht für Front Suspension. Das könnte sein. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy und Domo. Bis dann.